Was geht ab, Leute? Willkommen zurück bei mir. Es geht weiter mit Kollega. Weil das zweite Lied mit Kollega war vorhin schon mit Machu gewesen zu BA3. Also breiter als der Türsteher 3, was am April kommen sollte, theoretischerweise Ende April, falls nicht verschoben wird, nochmal durch momentane Situation. Und von daher, schauen wir mal rein. Kollege, diplomatische Immunität, offizielles Musikvideo. Wartet mal ganz kurz. Ja, das waren die Farben, also geht es wahrscheinlich um die Situation momentan. Rogue Dubai, Gigas Original. Folgendermaßen. Weiß es auf der Waage, schwarzer Maybach auf der Straße. Die Also, hier geht es schon mal um Krieg, ne, so im Fürwort. Dann wird es so eine Art wie Matrix-mäßig gemacht dann, Reifen qualmen, die Schreie hallen, ich schweige wie der Pate. Kollege, der Boss, weiser als dein Großvater. War ich mal Hochstapler, dann nur in meinem Kokslager. 45 im Bauchtaschen. War ich mal Hochschlagler, dann in meinem Kokslager. Gut, ich lauf ohne Hauch von Furcht durch das Auge des Sturms. Rising to the top, weil ich die Powerflows habe. Immer mit Ziel in der Sicht, wie ein Zaubershow-Hase. Vom aschegrauen Plattenbau-Apartment zum alpiner weißen Akku. Man muss aber sagen, er macht zurzeit extremst viele Musik nebenbei. Zuhälter Tape 5 kam ja trotzdem raus, da hat er ja schon viel Musik gemacht. Und viele Feature-Sachen jetzt auch nochmal so im Nachhinein. Also hat ganz viel zu tun. Bin ja gespannt, wann jetzt Boss Mode 2 dann angekündigt wird, beziehungsweise ob jetzt wirklich JBG 4 da noch kommt oder noch irgendwas anderes. Ratten, Lattenzaun am Garten, guck in mein Haus. Das ist kostspielig alles, guck in dein Haus. Das ist sportbillig alles, ich hab Ansprüche. Ich bin nicht mehr offen für alles, ich will Barock oder Klassik und aus Marokko das Haschisch. Und es geht Reutzball an Handelstämmen auf. Kicks mit bei deinem Stage Dive, der Aufprall durch vorbei, Rolle der Heuballen abgedämpft. Doch nach nem Frontkick ist das Becken gebrochen. Wie bei nem Körper in mein Pool von dir verfetteten Fotze. Ihr schippt Filme wieder. Eieiei. 2020 Kinoprogramm, du siehst mich nie ohne Gun. Ich trag wie nie ohne Gun und stapel. Ja, das hat er halt immer noch drauf, ne? Das kann man auch nichts sagen. Das mit den Neon. 20 Kinoprogramm, du siehst mich nie ohne Gun. Ich trag wie nie ohne Gun und stapel Bündel zu batzen in einem 5-Sterne-Shuttle. Neuer Hype künstlich erschaffen, ich wollte es künstlerisch schaffen. Junkies fragen, Boss, kannst du es günstiger? Euer Hype ist künstlich erschaffen, ich hab mir einen Künstler geschaffen, oder wie? Euer Hype künstlich erschaffen, ich wollte es künstlerisch schaffen. Junkies fragen, Boss, kannst du es günstiger machen? Und ich eröffne das Feuer wie eine Olympia-Fackel. Sie sagen, man sei den Boss schon lange nicht mehr glücklich am Lachen. Doch es gibt eine Tat, die kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und manchmal drückt die im Nacken. Doch alles gut, ich bitte, dass Gott vergibt und dass er mich beschützt in den Schatten. Yeah. Zieh den Vorhang zu vom Rücksitz des Mercedes Pullman. Knick nie ein, auch wenn die Chancen gegen Null sind. Dass er mich beschützt in den Schatten. Yeah. Drückt die im Nacken. Doch alles gut, ich bitte, dass Gott vergibt und dass er mich beschützt. Eine Tat, die kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ist das jetzt bezogen auf die Situation, also auf die andere Person? Ich will es jetzt nicht reinnehmen wegen YouTube etc. bb. Ist er damit gemeint, dass er so als die Person spricht dann so? Manchmal drückt die im Nacken. Doch alles gut, ich bitte, dass Gott vergibt und dass er mich beschützt in den Schatten. Yeah. Zieh den Vorhang zu vom Rücksitz des Mercedes Pullman. Knick nie ein, auch wenn die Chancen gegen Null sind. Raging Bull Mentalität, kein Gegenschlag im Game hier dulden. Jeder Verräter muss bezahlen, als wären es deren Schulden. Gruß an Dr. Misere, mein Anwalt des Vertrauens. Manchmal kann er zaubern, so wie Gandalf der Graue. Ist es Big Boss, call a bit wie Christopher Wallace. Öffne Crypto Wallets per Gesichtskontrolle. Ich seh Unsinn im Netz, manche haten mich für NFTs. Doch meine Kunst wird geschätzt, Sotheby's. Manche sagen, er zahlt jetzt für Libanesen Rücken. Keine Sorge, wir sind Männer, uns kann niemand unterdrücken. Der ist aber auch, ne? Der hat schon so viele Lieder und immer noch diese. Ist halt gut einfach. Ne? Spirit immer Kerzen, gerade wie Militärsoldaten. Bei uns sprechen Taten, als wär's Gebärdensprache. K-O-Doppel-L-E-G-A-H, Ghetto-Adel. Lass ich mir einen Jab verpassen, dann ist es eine Testonadel. Einzige, was hier ein Booster hat, ist der Hurrikan. Und einzige 2G, was mich juckt, ist der Gucci-Schal. Zeit, dass dieses Land aus seinem Tagtraum erwacht. Guck mal, der Zahn voll fast ab von diesem Karl Lauterbach. Ich setz Rapper mit einem Schlag außer Kraft und verschwöre größter Dichter Deutschland. Also ich glaube, er spricht schon von die Personen, die was momentan hier die Scheiße gebaut haben, tut es aber in andere Bilder verpacken. Also wie gesagt, ob das jetzt das Covid-Zeug ist, ob das jetzt diese Kriegssachen jetzt sind oder. Also er verpackt es wirklich in die Personen hinein, bloß als anderen Standpunkt einfach so, vom Menschlichen jetzt her, von den Personen. Scheint damals im Mainzer Sozialbautentrakt.
Du siehst den Boss mit riesigen Armen. Warum? Denn anders könnte er die vielen Titel nicht tragen. Früher steckte ich noch Weißes im Chemielabor, dann Preise und Musik-Awards für einschlägige Stream-Rekorde. Wenn ich mal in Rente gehe, müsste ich mal diesen Krüppel-Rappern über Bretter ghostwriten wie mit Ouija-Boards. Euer Gerapper hat die Wirkung, dass ich hier schmunzelnd sitz und mit der Stirn runzel. Zum Beispiel dieser eine. Wir waren gerade im Lockdown, was macht der Junge? Kommt uns an mit Stadion-Rock-Sound. Die andere fragt mich, hättest du einen Horoskop-Spruch gern? Bitte bleib mir mit deinem Hokus-Pokus fern. Lass den New Age Quatsch. Für euch Fastfood-Rap-Produkte tickt die Doomsday-Clock. Gute Nacht, you better lower your voice like screwed and sharp. Das Hurenpack pfeift aus dem letzten Loch wie ein Dudelsack. I rode around in a coupe that's dropped. German engines boosted up a movement that you can't stop. Überall Zensur, jede Meinung. Zu dem Booster, ich weiß jetzt nicht, hatte ich in dem Video schon mal gesagt und in dem anderen, dazu hatte ich auch Livestream direkt gemacht, also wer interessiert, wie das richtig wirkt oder was so drin ist in dem Booster und so weiter und so fort, könnt ihr gerne mit reinschauen. Eins meiner letzten Videos jetzt. Wird heute schon geschaltet, Ukraine-Krieg und die Welt wird weiter umgestaltet. Fick drauf rum zu jammern, weil die Scheiße nicht hilft. Nutzen wir die Chance und formen die Welt nach eigenem Willen. Gott ist groß, ich bin Kaiser des Plans. Lass keine Männer an mich ran, denn ich hab meine Scheiben getan. Sah seit einigen Jahren den Anwalt öfter als die eigene Mom. Sie wollen, dass ich fall, doch ich sehe auch ohne Geburtstagsluftballons steigende Zahlen. Oh, auf der Straße wie Bassett, draußen wartet die Presse. Jeder möchte jetzt Startup-Investments, jeder sieht mich als Marketingfläche. Doch der Boss catcht keinerlei Feelings. Nur Private Flights zur Karibik, wenn wir das Filmplakat vom ersten Iron Man zeigt. Nur eiserne Mimik, Steine weiß wie die Beatles. Gedanke düster wie Psychothriller. Da Freundschaft, der dem Sand verlaufen wie Pinselstriche auf Wüstenbildern. Kein Deal mit den Enemies. Sowas fehlt mir sehr, also das ist wirklich eines der wenigen Sachen, was mir beim Kollegen extrem fehlt, diesen schnellen Flow einfach, dieses pop, 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 immer dieses ganz schnelle Sprechen immer mal zwischendrin, dieses wie wenn du immer kurz vorm Losrennen bist, immer das runtergedrücke wieder und dann wieder ganz schnell wieder und dann wieder langsam und dann wieder ganz normal, ne, halt so diese, das klingt so cool immer, oder geil einfach. Ein Team in der Champions League, jedes Mal wenn ich schaut auf dem Markt, hier hoher Einstieg wie der Bentley Jeep, Nacken ist voll Baguettes, Taschen sind voller Cash. Mach der Hustle mit Passe und dem passenden Songkonzept. Du denkst, ich bin nur blessed, doch ich hatte auch Sonntagsstress. Suffering from success, wie beim Mafia-Don-Prozess. Hab nen Termin in UK, wie Beatles-Tourneen. Geschwollene Brust wie deine Bitch nach ihrer Klinik-OP. Louis Vuitton Shades in meinem CEO-Face. Brachte mehr Verse zu Papier als ein Bibelprophet. Treatments in der Karibik wie Piraten-Kinofilm-Drehs. Peace on the Chain, glänzt so wie die Imperial State. Für nur Gespräche über Kohle wie in meinem Shisha-Café. Ich genieß diplomatische Immunität. Mios im Safe sind die Priorität. Musste mit leerem Magen volles Risiko gehen. Meine Halbautomatik führt das Friedensgespräch. Ich genieß diplomatische Immunität. Der Presidential Daimler Benz ist nicht vom Videodreh. Mein Vermögen füttert jeden auf Familienporträts. Ich hab alles gegeben, das kann mir niemand mehr nehmen. Ich genieß diplomatische Immunität. Der Presidential Daimler Benz ist nicht vom Videodreh. Mein Vermögen füttert jeden auf Familienporträts. Ich hab alles gegeben, das kann mir niemand mehr nehmen. Ich genieß diplomatische Immunität. Big Boss Corner. Weiser als dein Großvater. Für euch Fastfood-Rap-Produkte tickt die Doomsday-Clock. Gute Nacht. K.O. Doppel L.E.G. Aha. Ich hab alles gegeben. Unsere Zeit ist wie ein Stückchen Eis, das auf der Handfläche zergeht. Respirit 2022. Okay. Jo, cool. Krasses Lied, krasses Statement auf jeden Fall wieder mal, was er da rausballert. Und jo, ich bin gespannt, was uns dieses Jahr alles noch von ihm erwartet. Echt krass so. Was da los ist, am Start ist und whatever. Von daher, verpasst nichts, aktiviert gern die Glocke bei mir, haut ein Abo natürlich rein. Das eine schließt das andere ein, bestenfalls. Und von daher, haut rein. Bis bald.